Hallo ihr Lieben, Anne Borda war bekannt für ihre Einladungen. Heute kochen wir eines ihrer französischen Lieblingsrezepte, pochierter Steinbutt mit Beurre Blanc. Und ich freue mich sehr, dass Franz Keller heute wieder bei mir ist. Ich freue mich auch. Mit dir zusammen und so einer tollen Ware komme ich immer gerne. Franz, jetzt kochen wir heute einen wirklich französischen Klassiker. Ja, und zwar einen richtigen Steinbutt in der richtigen Größe, also kein Babysteinbutt. Das sieht man ganz leicht, dass das ein Wilder ist, erstmal an der Größe. Bei mir ist nicht bekannt, dass man diese Steinbutt in der Größe züchten kann. Und ich glaube, wir könnten ja gleich mal mit dem Filetieren anfangen, ne? Bauchfilet, Rückenfilet. Die Rückenfilet sind mal wieder wie immer das Wertvollste und wir tun die jetzt einfach filetieren. Wir lösen die von der Kräte. Dazu braucht man ein Messer, was etwas flexibel ist, dass man nicht in die Kräten reinschneidet. Und der Fisch kommt ja aus dem Atlantik und wie kann ich jetzt feststellen, dass er tatsächlich frisch ist? Erstens mal riecht man das. Wenn er riecht, kannst du es vergessen, der riecht nicht, der ist super frisch, der ist heute Morgen angekommen. Er muss im Eis ankommen, der ist ja ausgenommen worden und das Blut ist auch nicht gestockt, es ist noch flüssig. Das sind so Zeichen dafür, dass er wirklich frisch ist. So, hier fahren wir jetzt schön der Kräte entlang. So, hier haben wir jetzt schon mal das erste Filet. Wunderschön, guck mal, wie weiß, wie herrlich. Und dann drehen wir ihn um und jetzt bist du dran. Du nimmst jetzt einfach das Messer und fährst an dieser Kräte, entweder links oder rechts vorbei. Sophies erstes Steinbuttfilet. Und perfekt, ja. Guck mal. Also pass auf, jetzt schneide ich mal den Kopf weg und die Krätenteile, die wir jetzt verkochen. Ganz wichtig übrigens beim Arbeiten, wenn noch irgendwo Fischblut ist, das muss bestens ausgewaschen werden. Also das muss alles weg. Und am wichtigsten ist das hier. Das tun wir alles in unseren vorbereiteten Fischfond schon vom letzten Mal. Und was darf denn in so einem Fischfond auf gar keinen Fall fehlen? Wein und eine Gemüsebrühe, die wir verwenden. Und früher war ja so eine Dinner-Einladung schon was ganz Besonderes. Und du kochst ja auch heute noch in deinem Falkenhof und kochst auch privat. Und was hat sich denn da in der Atmosphäre von früher zu heute verändert? Also bei uns im Schwarzen Adler war es immer sehr einfach und sehr normal, was wir gemacht haben. Bei der Frau Borda war das ja immer so, dass die ganz toll mit Dekorationen, mit Tischen und alles gearbeitet haben. Heute sind wir in einer moderneren Welt, manchmal sogar fast zu modern, weil es wird auf Feinheiten nicht mehr geachtet. Ja. Das ist das Gegenteil davon. So, hier haben wir jetzt Kräten. Nur Haut werden wir nicht verwenden, aber wo sie jetzt dran ist, an der Schwanzflosse oder so, schadet sie auch nicht. Also kommt in den Fischfond. Jetzt wird filetiert nochmal, und zwar die Haut. Wir haben ja die Filets schon vom ganzen Körper gelöst. Und zwar alle, das ist jetzt das kleine Bauchfilet. Da muss man wieder schön an der Haut entlang. Das ist ein bisschen schwierig, weil da kann man vielleicht schon mal durchschneiden. Wir machen die fertigen Dinger hier hin. Mhm. Willst du auch mal eins machen? Probier's mal. Ja. Ne? Also immer schön am Boden bleiben, Haut festhalten und nicht zu steil, sonst schneidest du in die Haut rein. Perfekt. Es gibt ja viele Kollegen, die arbeiten mit Fertigprodukten und verfeinern nur noch. Was hältst du davon? Fertigprodukte ist so eine Sache. Wir müssen heute alle mehr oder weniger uns organisieren, weil wir haben keine Brigaden mehr, wo da 15 Köche am Kochen sind. Also so bestimmte Prozesse können wir aussparen. Deshalb wird kaum noch jemand seinen Fisch filetieren. Dafür gibt es einen Fischhändler, der liefert dir die Filets. Ja. Ich habe damit ganz oft ein Problem. Weil wenn ich den ganzen Fisch sehe,
weiß ich ganz genau, was ich habe. Ja. Fischzucht ist sicherlich wichtig für die Zukunft, denn so viel Wildfang wird es irgendwann nicht mehr geben. Wie starten wir jetzt bei der Beurre Blanc? Wir machen die Reduktion mit Schalotten, genannt auch Echalotten. Das sind Zwiebeln, die etwas feiner sind vom Aroma. Dann kann ich schon mal vorgießen. Reduktion heißt, wir nehmen Weißwein und die Schalotten, ein bisschen Zitrone. Fischfond ist inzwischen auch so gut wie fertig. Da muss man aufpassen, dass der nicht zu lange kocht, weil sonst wird er klebrig. Wie wir jetzt sehen, ist alles fertig hier. Die ganzen Kräten, alles haben wir ausgekocht. Mhm. Das reicht. Den tun wir jetzt auch passieren. Ja. Und in unserem Fall brauchen wir den Fischfond jetzt ja eigentlich nur, um das Filet da drin zu pochieren. Und wie lange lasse ich jetzt so einen Fisch vorköcheln? Also der hat jetzt Maximum, wir haben ihn ja erstmal so mit Gemüse und alles angesetzt, mhm, alleine. Dann war der vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Also, so. Schalotten, Reduktion, Vollgas. Also wir machen kein Salz rein, nur Wein, ja, Schalotten und ein Weißweinessig. Kleinen Schluck Essig nur. So, Fischfond haben wir abgestellt. Ein Viertel Liter brauchen wir in dem Fall. Wir haben ja relativ viel, weil es war ja auch ein großer Steinbutt. Die Filets tun wir jetzt mal portionieren. Und was machen wir natürlich? Wir nehmen wieder für uns die besten Stücke. Muss man immer so ein bisschen drauf achten, dass die das gleiche Gewicht haben. Da hinten dünner ist, mhm, schneidet man hinten ein bisschen größer. Jetzt können wir mal schnell den Lauch bearbeiten. Mhm. Wir machen ein Bett aus Lauchjulienne. Und jetzt schneiden wir den Lauch flach, wie er liegt, einfach in der Mitte auseinander. Und warum? Weil Lauch steht im Feld und wenn es regnet, gibt es Erde dazwischen und die müssen wir rausholen. Das ist unser Lauch, den tun wir nachher nur mit einer Flocke Butter. Einfach heiß stellen, Wasser ist genug drin. Wir machen vielleicht einen ganz kleinen Schluck Weißwein rein. Bisschen Butter. Und den tun wir dann nachher pochieren. Also, hier sind wir jetzt wieder bei unserem Fischfond. Der hat jetzt nach dem Passieren nochmal aufgekocht. Und jetzt tun wir ihn entschäumen, Écumé. Mhm. Das heißt, der Schaum kann weg. Das ist ausgekochtes Eiweiß. Jetzt ist der Fischfond so, wie wir ihn brauchen nachher für den Fisch zum Pochieren. Machen wir hier drin. Ja? Den Lauch, den ich mit etwas Weißwein und Butter ansetze. Hier brauchen wir jetzt zum ersten Mal ein bisschen Salz. Ein ganz klein bisschen. Ja. Und wir geben wieder Gas. Jetzt können wir schon mal langsam den Steinbutt in zwei Portionen einlegen. Dazu geben wir etwas von unserem wunderbaren Fischfond hinein hier. Der braucht keine 4 Minuten. So, lassen wir nochmal aufkochen. Kocht auch schon. Dann machen wir die beiden Portionen für uns, ne? Ja. Kocht, kocht. Wir machen das einfach hier auf dem Herd. Haben wir es alle einfacher. So. Einmal müssen wir den drehen.
einmal hochkommen lassen und dann mache ich wahrscheinlich aus. Jetzt brauchen wir einen Mixer für die Beurre Blanc. Ich werde das einfach in eine kleinere Kasserolle machen, weil dann habe ich mehr Höhe und dann kann mein Mixer da auch besser ran, um die Schalotten klein zu kriegen. So, jetzt kommt dieser Moment, wo wir aufpassen müssen. Es darf jetzt nicht mehr zu heiß werden. Es darf nicht mehr kochen. Unser Fisch ist fertig. Bisschen Zitronensaft. So, und jetzt kommt die Butter. Und was ist das jetzt für ein Sekt? Das ist eine Cuvée aus Chardonnay. Komischerweise wird aus meiner Familie, Brut Nature. Das heißt, er ist trocken. Ja. Und das ist der Jahrgang 2014. Das heißt, er hat so lange auf der Hefe gelegen und wurde erst vor kurzem degorgiert. Jawohl. Schmeckt echt wunderbar. Und auf den Punkt, oder? Auf den Punkt. Vielen Dank. Also pochierter Steinbutt mit Beurre Blanc ist wirklich ein Urlaubsersatz. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachkochen.